die Reinheit des Platzes und die Reinheit der Kleidung, ja. Dass wir darauf achten, dass das, was wir tragen und die Orte, in denen wir sind, rein sind. Ja? Wie viele Leute beten an Plätzen, die schmutzig sind? Ja? Wie viele Leute beten in Wohnungen, die verschmutzt sind von irgendwelchen schlechten Filmen, von irgendwelchen schlechten Bildern, von schlechten Wörtern, die von Grund auf schmutzig sind, weil sie mit Kredit gekauft sind und so weiter. Ja? Das sind unreine Orte. Ja? Und wir sollen uns bemühen, dass wir den Platz reinhalten. Natürlich in erster Linie immer den Platz reinhalten von Najasa. Also das Ganze ist nicht symbolisch gemeint, es ist wörtlich gemeint. Wir müssen unseren Gebetsplatz reinhalten von Najasa. Aber zusätzlich, es gibt auch andere Bedingungen, andere Ebenen, ja, andere Dimensionen dieses Gebots. Ja. Die Fuqaha, also in den Büchern von Fiqh, stehen nur die Regeln für die äußerliche Reinigung. Ja? Es stehen die Bedingungen, die wir haben für das Gebet, von denen wir jetzt gerade sprechen, die Bedingungen, die wir haben, damit das Gebet gültig ist. Was heißt gültig? Es heißt, dass dieses Gebet, das wir beten und alle Bedingungen im Gebet erfüllen, indem wir Wudu gemacht haben, indem wir keine Najasa haben und so weiter, diese Bedingungen, die im Fiqh formuliert sind, bedeuten, das Gebet ist gültig, das heißt, wir müssen das Gebet nicht nachholen. Ja, wir haben die Pflicht in dieser Zeit erfüllt und wir müssen es nicht nachholen. Aber ob Allah subhanahu wa ta'ala alles akzeptiert hat, ist eine andere Frage. Ob wir den Lohn dafür bekommen für das Gebet, ist eine andere Frage.